Ja, moin, moin Leute, herzlich willkommen zurück hier zu Part Nummer 24 Super Mario 64. Ja, in der 3D All-Stars Collection auf der Nintendo Switch. Ja, hier auf meinem Kanal. Wir waren das letzte Mal hier in Atlantis Aquaria. Ja, und waren auf der Suche nach der Spitze der Stadt. Ja, dazu muss ich sagen, der Trisomat 3000 hat sehr, sehr viele nützliche Hinweise und Tipps in den Kommentaren gepostet. Und die werde ich natürlich jetzt auch befolgen hier. Also in den letzten beiden Parts hat er sehr viel geschrieben. Und also die Spitze der Stadt ist eigentlich nur der höchste Punkt. Also hier in dieser Welt. Und ich weiß auch, glaube ich, schon, wo das ist, weil da waren wir eigentlich sogar schon, bin ich der Meinung. Da müssen wir eigentlich nur nach ganz oben hoch. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, und da war ja so ein Ausrufezeichen-Block und ja, der müsste das gewesen sein, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also zumindest, ja, ist das ja der höchste Punkt, den habe ich so in Erinnerung. Und ich bin da ja leider runtergefallen an dieser Stelle. Ja, und dort müsste auf jeden Fall der höchste Punkt, Ort, wie auch immer sein. Ja, schauen wir erstmal weiter. Ja, der Trisomat 3000 hat auch noch viele, viele weitere Tipps gepostet. Zum Beispiel, wo ich die Welt Nummer 10 finden kann. Das machen wir natürlich auch alles noch in einem späteren Verlauf. Jetzt schmeißt er uns hier. Nein! Das werden wir natürlich alles noch später machen. Dann gehe ich erstmal hier hoch. Obwohl, das geht gar nicht. Da muss das Wasser höher sein. Ach ja, da hat er noch einen Tipp geschrieben. Und zwar kann man ja diesen Seitwärtssprung machen. So kommen wir dann auch zu der Knutschkugel hin, die ich meinte. Also die rosane Knutschkugel, unser Bulli oder wie die noch heißen. Ne, Buddy hießen die, glaube ich, ne? Also mit diesem Seitsprung, da muss man dann laufen und dann so nach hinten. Damit kann man ein bisschen höher springen und ja, so kommen wir wahrscheinlich auch zu der Kugel hin. Und dann können wir die Kanonen aktivieren. So, jetzt gehen wir erstmal wieder hier hoch. Und ich würde sagen, diesmal aktiviere ich auch erstmal das Wasser, damit ich da noch schneller hochkomme. Falls ich wieder runterfallen sollte, dann aktiviere ich jetzt erstmal das Wasser, so dass das hier hochkommt. So. Ja, dann komme ich dann nämlich viel, viel schneller wieder hoch, wenn wir hier runterfallen. So, Bomberman, geh weg hier. Ich finde wirklich, der sieht aus wie so ein Bomberman. So. Also hier war das, da sind wir ja darüber. Das muss ja der höchste Punkt sein. Ja klar, das ist ja am höchsten. Und da auf dieser roten Plattform da drüben, da war ja noch so ein Ausrufezeichen-Block. So, gehen wir erstmal dahin. Und den hatte ich ja nicht aktiviert, weil da bin ich runtergefallen. Und das müsste die Spitze der Stadt auf jeden Fall sein, weil das ja der höchste Punkt ist. Also er schrieb auf jeden Fall, damit ist ja der höchste Punkt im Spiel gemeint. Und das kann ja nur dort sein. Weil hier sind wir jetzt ganz oben. So, springen wir erstmal hier rüber. Ja, und das müsste ja hier der höchste Punkt sein. Hier bin ich ja letztes Mal runtergefallen. Das heißt, den Block hatte ich gar nicht aktiviert. Und wenn man mal hier schaut, ja, Tatsache. Das muss der sein. Ja, Tatsache, hier ist ein Stern. Sehr nice. Ja, wie gesagt, ich habe mir das schon gedacht, weil das ja der höchste Punkt ist. Ich hatte sehr viel überlegt, wo der Trisomat 3000... ja, das in den Kommentaren geschrieben hatte. Suche nach der Spitze der Stadt haben wir somit abgeschlossen. Ja, sehr, sehr nice auf jeden Fall. Vielen Dank für die Tipps. Und, ja, was ich hier auch noch sagen möchte. Also in das Bild, was ich ja auch nicht wusste, das hatte er noch im vorletzten Part kommentiert. Dass, wenn man jetzt unten weiter reinspringt, dann ist das Wasser niedriger. Und wenn man jetzt weiter oben im Bild reinspringt, dann ist das Wasser irgendwie höher. Das ist natürlich auch sehr nice, das hatte auch der Tor irgendwie als Tipp gegeben. Da nochmal vielen, vielen Dank ja, für die ganzen Hinweise und Tipps hier. Ja, die helfen mir natürlich immer sehr weiter. Jetzt haben wir hier, erforsche die Höhen und Tiefen. Okay. Oh. Keine Ahnung, welcher Stern damit gemeint ist. Aber wir können natürlich auch, ja, wie wir gerade hier sehen, nice. Ich bin jetzt ganz oben reingesprungen ins Bild und das Wasser ist jetzt ja richtig hoch. Das ist ja noch höher als wie man das eigentlich machen kann normalerweise, ne? Also mit dem Rückwärtssalto sind wir jetzt ganz, ganz, ganz oben hier.
So gut wie oben. Kann man eigentlich hier auch so rüberspringen? Also wenn ich jetzt hier an die Wand springe. Ne, das geht, glaube ich, aus dem Wasser raus nicht. Aber hier kommt man dann mit der Kanone, glaube ich, rein. Zumindest hat der Trisomat 3000 das geschrieben. Ja, da kann man sich ja dahin schießen dann mit der Kanone. Aber ist das Wasser jetzt noch höher? Das sieht zumindest so aus. Ja, das ist sogar über das Schild da hinten, sehe ich gerade. Also so hoch kann man das Wasser normalerweise gar nicht bekommen hier. Das ist sehr, sehr gut zu wissen und ein sehr geiler Tipp hier auf jeden Fall. So, Moment. Ja, da bei der Plattform hatte der Trisomat auch noch einen Tipp gegeben. Da müssen wir an der Seite nur auf das Holz da stampfen. Und ja, dann kann man den Stern auch von unten einsammeln hier, ne? Oh, ich möchte jetzt aber erstmal, glaube ich, da hinten die Kugel, beziehungsweise die rosa Knutschkugel anschnacken, wenn wir das schaffen. Jetzt ist das Wasser nur zu hoch irgendwie, ne? Ja, so hoch haben wir das auf jeden Fall noch gar nicht gehabt hier. Auch nice. Ja, vielen, vielen Dank nochmal für die ganzen Hinweise und Tipps hier. Das ist natürlich sehr, sehr nice und sehr hilfreich, ne? So, schauen wir mal. Ach, ich sehe gerade, jetzt brauchen wir hier gar nicht mehr den Seitwärtssprung, weil das Wasser, weil wir jetzt so reingesprungen sind hier im Bild, jetzt ist das Wasser ja ganz oben. Jetzt kommen wir auch so hier ran an die Kugel. Also mit einem normalen Sprung. Ja, das ist natürlich gut zu wissen. Das heißt, wir brauchen hier gar nicht den Seitwärtssprung machen. Wir können jetzt auch ganz normal hier hoch. Sehr nice. Das ist natürlich richtig cool. Ja, dann aktivieren wir natürlich hier die Knutschkugel. Beziehungsweise hier unser Buddy. Hallo, ich mache die Kanone zum Abschuss bereit. Ja, die muss man immer pro Welt noch einmal anschnacken. Ja, dann bleiben die Kanonen jetzt für immer und ewig geöffnet, auch hier in der Welt. Das ist natürlich sehr nice. Dann schauen wir erstmal. Ich weiß aber nicht, was damit gemeint ist mit erforsche die Höhen und Tiefen hier. Das werden wir noch rausfinden. Erforschen soll man das. Erstmal gehen wir auf jeden Fall in die Kanone. So, dann schauen wir mal. Damit können wir uns auf jeden Fall jetzt ganz hinten rüberschießen. Ja, und damit kommen wir auch in den Käfig rein, ne? Und da können wir uns ja auch durchschießen eigentlich. Bringt das was? Das sind nur zwei Leben. Keine Ahnung. Ne, ich würde sagen, ich springe jetzt ganz hinten rüber. Schauen wir mal. Machen wir mal so. Wenn wir dann ganz rüberkommen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, nice. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier hinter dem Gitter. Oh, sehr, sehr nice. Ja, das freut mich natürlich, weil im letzten Part, ja, wie ihr ja bestimmt gesehen habt, da war ich sehr, sehr am Verzweifeln hier in dieser Welt. Ja, schauen wir erstmal, was hier ist. Was mir auch noch so einfällt gerade, ich habe bisher noch keine einzigen roten Münzen hier gesehen in der Welt. Jetzt haben wir hier noch ein Gitter, aber da können wir unten noch durch, okay. Hier haben wir jetzt so ein anderes Gitter, das ist aber, kann man oben drüber, okay, okay. Schauen wir erstmal hier, was haben wir denn hier? Mein Gott, ich gehe erstmal... Ah, die Luft, nein. Ja, das wollte ich gerade sagen, ich gehe erstmal hier oben hoch, sonst hätten wir jetzt keine Luft mehr gehabt, ne? Ach, hier ist das Wasser jetzt auch ganz oben. Da sehe ich die erste rote Münze da unten rechts. Nice. Und wir haben hier sogar Metal Mario. Also diesen grünen Block hier. Okay, okay. Schauen wir erstmal wieder runter. Jetzt können wir immer Luft holen. Ich glaube, das sieht das aus wie eine Stadt hier sogar. Nice. Sehr cool. Auf jeden Fall das erste Mal hier. Wir haben da auch so ein Ding sich gerade, um das Wasser abzulassen. Lassen wir aber erstmal ganz oben. Also auf jeden Fall sind hier jetzt so Häuser und so. Sehr cool. Ah, und sogar einen blauen Block haben wir auch hier. Nice. Okay. Oh, was haben wir hier noch? Wo so die Mitte des Ortes hier anscheinend. Okay, okay. Ja, da haben wir jetzt noch ein Gitter, da können wir eigentlich mit dem blauen Block durch, ne? Ja. Jetzt haben wir hier blaue Blöcke. Denke ich mir mal zumindest. Oh, bevor ich jetzt aber irgendwie Wasser ablasse, schauen wir erstmal. Ich würde sagen, wir schauen erstmal hier oben jetzt erstmal wieder hoch.
Ja, hier wäre übrigens so ein Ding, damit kann man irgendwie auch das Wasser wieder ablassen oder so. Oh. Ja, wir sind ja rückwärts ins Gemälde rein, das heißt, das Wasser ist jetzt am höchsten. Ja, hier müssen wir wohl das Wasser ein bisschen ablassen, würde ich sagen. Aber wie können wir das denn hier so ablassen, dass wir hier... Ja, dann müssen wir halt von ganz unten hier hochhobbeln. Das ist auch nicht schlimm. Ja, dann müssen wir das ja hier ablassen. Also hier an der Ecke. Dann machen wir das jetzt erstmal. So, schauen wir mal, schauen wir mal. Da ist auf jeden Fall ein Schalter da hinten. Neben dem Haus hier. Ah, okay, okay. Jetzt können wir hier ganz normal laufen. Kann man hier rein? Nö. Das wäre auch nice gewesen. Ja, alles neu hier für mich. So weit war ich damals ja nicht, wie die meisten es ja wissen. Was haben wir hier? Was macht der Block? Irgendwas hat er aktiviert, oder? Ich habe keine Ahnung, was er aktiviert hat. Machen wir nochmal. Was aktiviert er denn? Oh, das ist natürlich wieder eine gute Frage. Aber hier haben wir noch einen Block, den können wir auch noch kaputt hauen eigentlich. Ich habe keine Ahnung, was der Schalter jetzt aktiviert hat hier. Also da hinten ist noch eine rote Münze, habe ich gerade gesehen, durch einen Grafikfehler. Konnte man da in den Block reinschauen, da hinten, da ist auch eine rote drin. Also wir müssen hier anscheinend sehr viele Blöcke zerstören, dann sind hier die ganzen roten Münzen. Und da können wir den Stern einsammeln, sehe ich gerade. Aber wofür ist der Schalter, den wir gerade eben aktiviert hatten? Das ist natürlich auch wieder so eine Frage. Ja, wofür brauchen wir hier den Metal Mario? Also den grünen Block. Schauen wir erstmal wieder hier hoch. Also hier wäre zum Beispiel eine rote Münze. Nein, ich will nicht wieder runter. Nee, erstmal möchte ich ja da oben wieder hoch eigentlich. Also hier an der Stange ran einmal. So, schauen wir mal. Was würde denn jetzt der Metal Mario bzw. der grüne Block, was würde der bringen? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir anscheinend die ganzen Blöcke zerstören. Da sind die roten Münzen drin, das machen wir jetzt aber noch nicht. Das ist ja nicht die Aufgabe. Aha. Ich glaube, wir suchen jetzt erstmal wieder den blauen Schalter. Nehmen wir erstmal den grünen ein hier. Hier hätten wir jetzt ja Metal Mario. Wofür soll er denn hier sein in dem Level? Ich habe keine Ahnung. Wozu brauchen wir Metal Mario hier? So, hier wäre der blaue. Nehmen wir auf jeden Fall den blauen mit und gehen erstmal da hinten durch das Gitter, wenn das funktioniert. Nehmen wir den blauen Block mal ein hier. Ja, machen wir uns unsichtbar und rennen mal so schnell wie möglich da hinten rüber, würde ich sagen. Schauen wir mal. Wenn wir das dann schaffen, müssten wir auf jeden Fall schaffen. Ja, nice. Auf jeden Fall kommen wir durch hier. Aber, das Problem... Ich glaube, wir hätten das Wasser nicht ablassen dürfen, oder? Ich schau mal, ob ich da auf dem rauf... Nein! Ich wollte den Block eigentlich... da so lassen und dann mal mit dem Rückwärtssaldo hoch oder Seitwärtssprung hier. So, schauen wir nochmal, schauen wir nochmal. Ich glaube, das Wasser hätten wir lassen müssen, oder? Wir gehen auf den Block rauf. So, machen wir nochmal. Gehen wir mal hier rauf. Das müsste man ja eigentlich schaffen. Von hier, ja, jetzt da so gerade hoch eigentlich, ne? Schauen wir mal. Aber das ist ja auch nervig mit der Kamera hier an der Ecke. Das ist richtig nervig, ja. Ich glaube aber, das Wasser hätte oben bleiben müssen. Buschen zumindest. Wir haben das jetzt zu niedrig gemacht, glaube ich, ne? Ich versuche das jetzt noch zwei, dreimal von hier. Was aber eigentlich nicht so gedacht ist, dass man von dort abspringt. Glaube ich zumindest. Nein! Ich wollte die doch behalten eigentlich. Ja, sonst muss ich nochmal schauen. Also Metal Mario, dann ist Metal Mario dafür gedacht. Was haben wir hier denn noch? Okay, nur ein One-Up. Okay, okay. Da sind hier noch zwei Bäumchen.
Oh, schauen wir mal. Was irgendwas bringt, wenn wir hier rangehen? Nö. Scheint nicht, okay. Und hier auch nicht, nö. Also die Bäume hier bringen eigentlich nichts in dem Sinne. Kann man höchstens hier hochhobbeln. Und hier sind dann die roten Münzen und so in diesen Dingern hier. Und ja, auf jeden Fall. Die sammeln wir später ein. Das Wasser können wir hier drin jetzt gar nicht mehr hochlassen, oder? Das ist ja ärgerlich. Ich schau mal kurz. Wofür ist denn der Schalter hier? Schauen wir nochmal. Da hat sich ja nichts verändert hier eigentlich, oder? Nur eigentlich nicht. Keine Ahnung, wofür der Schalter ist. Aber trotzdem nice gemacht hier auf jeden Fall, dass wir jetzt endlich hier sind, also hier hingekommen sind. Ich mach jetzt den auch nochmal kaputt. Was ist hier denn noch? Okay, auch nur eine rote, die wollen wir noch nicht eigentlich haben. Ja, wofür ist der Schalter da hinten? Ich habe keine Ahnung. Schauen wir nochmal. Aktiviert der hier? Hä, irgendwas muss er doch aktivieren. Ich habe keine Ahnung. Sehr, sehr gute Frage. Ich habe keine Ahnung, wofür der sein soll. Ich kann auch mal hier oben rauf, aber. Obwohl, das geht gar nicht so, ne? Gut, wir können auch hier gegen die. Hä? Jetzt wollte ich gegen die Wand springen und verbrenne mich an der Flamme, die da oben lang kommt. Aktiviere ich nochmal den Schalter, aber ich will mal gucken. Dann mal schauen, ob er da auch wohl. Ja, das war also nicht so gut. Das ist so ein schräges Dach hier, ne? Da rutscht man gleich wieder runter. Ja, um das Wasser wieder höher zu kriegen, müsste ich ja die Welt einmal verlassen. Ich glaube, wir gehen jetzt nochmal schnell raus und dann schießen wir uns da mit der Kanone wieder hin. Ja, so würde ich sagen, machen wir das. Und dann hole ich mir erstmal den Stern mit Metal Mario und ja, dem blauen Block bzw. dem Unsichtbarkeits-Mario. Das heißt, einmal wieder rein. Die Kanonen sind jetzt aktiviert noch. Und eigentlich sollen wir die Höhen und Tiefen erforschen. Ja, das machen wir ja sowieso allgemein schon. Aber was das wieder für ein Stern ist, ist auch wieder so eine Frage, ne? Moment. Wir müssen eigentlich jetzt nur da hinten hin. Zu der Kanone. Müssen wir das Wasser auf jeden Fall ein bisschen höher machen. Ja, ich bin da vorhin mit dem Rückwärtssalto reingesprungen. Dadurch war das Wasser ein bisschen zu hoch. Oder ich mache das mit dem Rückwärtssalto und komme gleich dahin. Machen wir das so auf jeden Fall. Dann jump ich da jetzt nochmal hin. Und springe wieder mit dem Rückwärtssalto. Ja, in das Gemälde hinein. Und dann schießen wir uns da wieder hin und dann mache ich, wie gesagt, das erstmal mit dem grünen Block, versuche ich das erstmal. Und mit dem blauen in der Kombi. Nein, was mache ich dann? Nein, das ist gar nicht gut. Nochmal raus, das war jetzt überhaupt gar nicht gut. Ja, nochmal hinjumpen. Ja, auf jeden Fall kombinieren wir dann den, ja, den grünen und den blauen Block. Und, ja, holen uns erstmal den Stern, würde ich sagen. So, jetzt sind wir wieder ganz oben reingesprungen. Das heißt, das Wasser ist auf jeden Fall weiter oben. Ja, hier noch einmal vielen Dank an Trisomat 3000 für diese ganzen Tipps und so. Ja, das hätte ich natürlich auch nicht rausgefunden hier mit den, wenn man so reinspringt ins Gemälde, dass das Wasser dann so ist, wie jetzt hier. So, jetzt müssen wir nur zur Kanone nochmal schnell wieder. Ja, und dann schießen wir uns natürlich da wieder rüber und wie gesagt, dann kombinieren wir die Blöcke grün und blau und holen uns erstmal den Stern da im Gitter in dem Sinne. Würde ich jetzt sagen, wenn das dann so klappt, wie ich es mir gerade denke, das heißt hier einmal wieder ganz oben hoch, irgendwie so ungefähr. Ungefähr so hatte ich das, ja. Auf jeden Fall, genau.
So, dann wieder runter hier. Ja, sehr, sehr nice auf jeden Fall, dass wir jetzt endlich weitergekommen sind hier in der Welt, ne? Die roten Münzen wissen wir jetzt ja auch, wo sie sind. Wo ich mich ja die ganze Zeit immer gewundert hatte, auch im letzten Part und so, ja, wo die dann sein könnten. War am Anfang der Welt da keine roten zu sehen sind, außer hier hinten jetzt, ne? Sehr nice auf jeden Fall. So, Wasser lassen wir natürlich so. Der blaue Block war hier unten, genau. Da unten ist der blaue, das heißt, wir müssen erstmal hier hoch. Ja, so ist es auch gedacht hier, glaube ich. Ja, muss ja, sonst kriegen wir den Stern da hinten gar nicht noch. Dann müssen wir uns erstmal den Metal Mario hier holen. Dann so schnell wie möglich da runter. Nein! Ich glaube, das war jetzt nicht gut. Nee, das war überhaupt gar nicht gut. Oh! Das war nicht gut. Da hätten wir das weiß, ja, ich muss wieder hoch. Das war gar nicht gut. Hätte ich anders springen müssen. Ich habe jetzt nicht an die Mitte gedacht hier von der kleinen Stadt hier. So, nochmal rauf hier. Wo springe ich denn am besten runter, damit das am schnellsten geht, damit wir das auch schaffen? Ich würde sagen in die Richtung. Weil da sind ja die Mauern. Ja. Springen wir auf jeden Fall in die Richtung. Muss ja, aber sonst schaffen wir das ja nicht. Gut, wenn wir jetzt oben raufgekommen wären, wäre es auch gut gewesen. Ah, wenn wir es überhaupt schaffen, so. Das wäre jetzt die Frage. Das muss man natürlich üben. Schauen wir mal. Ja, das war zu langsam. Nein. Okay, das wird, glaube ich, ein bisschen komplizierter, als wie ich es mir eigentlich gedacht hatte. Oh. Ja, müssen wir natürlich nochmal rauf hier in dem Sinne. Holen uns wieder den grünen Block. Versuchen diesmal aber hier so ein bisschen in die Seite, zu der Seite. Nein. Also ich wollte eigentlich, wenn dann hier oben auf diesen Block rauf, damit er dann über die Mauer rüberläuft. Also müssen wir erstmal wieder warten. Oh. Ja, sonst schafft man das ja gar nicht. Wie soll man das denn sonst schaffen? Ein anderer grüner Block wäre hier nicht, ne? Nö. Da ist ja der Stern. Ja, den kriegen wir ja nur so. Oh. Gar nicht gut. Das ist überhaupt gar nicht gut. Ja gut, dann holen wir uns jetzt nochmal den grünen hier. Muss ich aber erstmal schauen. So, bevor wir die Kappe jetzt einnehmen, muss ich erstmal gucken. Am besten natürlich, wenn wir jetzt hier so schräg runtergehen. Ja, und dann so runterspringen. So, dass wir gleich links laufen können. Obwohl... Das ist ja ärgerlich mit der Mauer hier, ne? Oder wir laufen hier in der Mitte auf das Podest. Hier so rüber. Ach so. Nein, was macht der Gegner dann hier? Wir können ja auch hier auf das Podest und dann rechts rüber. Machen wir das so. Das geht, glaube ich, schneller. Wenn wir jetzt hier so laufen. Genau, das geht auf jeden Fall schneller. Nein! Auch jetzt kommen wir da nicht an die Ecke ran. Das kann doch nicht sein. Och Mann. Ja, auf jeden Fall über die Plattform geht das natürlich schneller. Müssen wir wieder warten. So, wieder hoch. Neuer Anlauf hier. Ja, so geht das auf jeden Fall schneller, wenn wir so da in die Richtung gehen. Ja, viel, viel schneller da. So, man muss nur schauen, wie man und wann man abspringt. Das ist wieder die Frage, ne? Wenn die Kamera ab und zu... Nein! Wenn die Kamera mal mitspielen würde in dem Sinne jetzt... Ja, super. Müssen wir da wieder hochrennen. Ja, schwimmen in dem Sinne. Super. Gar nicht nice. Oh. Ja, schauen wir erstmal in dem Sinne. Ja, muss man ja von da, weil andersrum wäre das nicht machbar. Ich drehe die Kamera jetzt mal hier auf die Seite. Teilweise nervt das manchmal, obwohl man sich auch dran gewöhnt hat hier.
Wieso macht er das jetzt? Bin doch eben auch auf die Plattform gekommen. Och nö, das kann doch nicht sein. Super. Ja, es dauert sogar viel zu lange, wenn wir jetzt hier rumlaufen würden. Also um die Mauer außen rum. Wir müssen ja auf dieses Podest und dann so darüber. Mensch, das kann doch nerven. Oder, Moment. Wenn wir jetzt hier die Dinger kaputt hauen, obwohl, nee, das ist auch wieder, nee, das geht glaube ich nicht. Dann würden wir es auf jeden Fall nicht schaffen, so, nächster Anlauf, nächster Versuch hier. Wenn er das dann jetzt mal schaffen würde, nein! Ja doch, sehr gut. Genau so habe ich es mir gedacht, wenn wir das dann jetzt schaffen. Mario? Nein! Och nö! Hä? Wieso konnten wir gerade den Block nicht aktivieren? Ich bin doch dagegen gesprungen, oder nicht? Zumindest sah das gerade für mich so aus, als wenn ich dagegen gesprungen bin. Och man, das kann doch nicht sein. Ah, das ist auf jeden Fall Übungssache hier. Ja, gefällt mir eigentlich ja nicht so, ne? Ja, jetzt fallen wir hier wieder so runter. Och nö. Auf jeden Fall, wenn er läuft, läuft er ganz schön schnell unter Wasser eigentlich, ne? Aber dann müssen wir hier ganz rum, ja, so rum, dann eigentlich da rein hier. Super. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Übungssache. Sonst werden wir das mit dem Stern ein andermal machen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Sonst holen wir hier uns demnächst jetzt erstmal die roten Münzen. Hier in dem Ort, wo wir jetzt angekommen sind. Ich habe keine Ahnung. Ja, man kann das hier ja nur üben in dem Sinne, ne? Wenn ich das Wasser jetzt runterlasse, ne, dann müssen wir hier hochrennen immer. Man muss ja Metal Mario und den blauen nehmen. Und dann versuchen wir es jetzt noch einmal. Hä? Ich bin noch gesprungen. Wieso hat das schon wieder nicht gemacht? Och, das ist ärgerlich. Das ist richtig, richtig ärgerlich. Man könnte natürlich auch mal versuchen, ich schau mal kurz, hier hinten war auch noch ein Schalter. Wenn man den jetzt mit Mario, hier mit Metal Mario aktiviert, was passiert dann? Ich habe keine Ahnung. Ah, wenn ich da jetzt wieder runterfalle, dann versuche ich das einmal. So, noch einmal hier. Letzter Versuch jetzt hier. Wenn wir das jetzt nicht schaffen, wäre das richtig ärgerlich. So, ich springe hier immer. Jetzt hat er es geschafft. Springen wir nochmal. Ja, das war schon ganz gut. Jetzt ist nur die Frage, kommen wir auch da oben gegen den Block? Das muss ich nicht verstehen, oder? Wir können den Block hier so nicht aktivieren. Dann geht das ja gar nicht. Was ich mir hier eigentlich gedacht habe. Oder können wir hier einfach ganz normal gegenschwimmen? Wenn wir jetzt unter Wasser sind und hier so den Block aktivieren, das geht gar nicht, ne? Nö, das geht gar nicht. Das ist ja gar nicht gut. Wie sollen wir das denn machen? Ich habe keine Ahnung. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Jetzt gehe ich erstmal aufs Podest. Ja, ich würde sagen, im nächsten Part geht das auf jeden Fall hier an dieser Stelle weiter. Ja, sonst sammeln wir eventuell auch erstmal die roten Münzen ein. Das muss ich dann erstmal schauen. Ja, im nächsten Part, wie gesagt, geht es auf jeden Fall weiter. Lasst auf jeden Fall ein Like da, einen Daumen hoch in dem Sinne. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst auf dem Kanal. Und ja, da würde ich schon sagen, ja, bis zum nächsten Mal. Das war wieder euer Nobeldecker86. Ciao.